Und ein zuckersüßes Morgen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Cloud. Hier im Abenteuertag 2 in der Nacht. Yo, im letzten Part haben wir leider ziemlich gefailt, sag ich mal. Im Verlies. Wo wir nach 2 Ebenen schon rausgehen mussten, weil wir getötet worden sind. Ich hoffe mal, dass das hier jetzt besser wird. Es kann eigentlich nur noch besser werden. Und da gucken wir mal, dass wir es in dieser Folge schaffen, gleich in Ebene 6 zu kommen. Jo, füll du mal meinen Beutel wieder auf. Da würde ich sagen, beginnen wir auch gleich mal. Und ja, auf ins Verlies. Und so. Zeig mal her. Jo. Gucken wir mal. Götterbiesthöhle. So, Höhle 3, die ist neu, da waren wir noch nicht. Da haben wir dann in der nächsten Folge aufgehört. Ja, mal gucken, wie es hier so abläuft. Ach, der Feenkönig, der Alte, okay. Was hast denn du schon wieder zu sagen? Da bin ich wieder. Toll, was? Guck mich nicht so an. Es ist nur zu deinem Besten. Jetzt kommt der fortgeschrittene Kurs. Ich sag nicht zweimal, also hör gut zu. Zuerst kommt das Erfassen. Du weißt ja schon, dass du mit der Kreistaste Monster als Ziel erfasst. Wenn du einen Gegner erfasst hast, wird ein roter Kasten um ihn herum angezeigt. Was du wohl noch nicht weißt, ist, dass die L1 und R1 Taste beim Erfassen eine eigene Funktion haben. Wenn du beim Erfassen die L1 Taste drückst, wird ein anderer Gegner erfasst. Durch mehrmaliges Drücken der L1 Taste kannst du alle Gegner in dein Blickfeld anwählen. Und wenn du die R1 Taste drückst, parierst du die Angriffe deiner Gegner. Vergiss die Paradefunktion nicht, sie kann dich im Kampfgetümmel retten. Und kanntest du die Waffenfunktion Attribut ändern? Dadurch änderst du die Elementarattribute deiner Waffe. Es gibt 5 Attribute, Feuer, Eis, Donner, Wind und Heilig. Viele Monster sind gegen eins davon empfindlich. Um ein Waffenattribut zu ändern, musst du im Menü der Waffe Attribut oder Bearbeiten wählen. Du kannst ein Attribut natürlich nur aktivieren, wenn die Waffe dafür Punkte hat. Na, was meinst du? Einfach, oder? Ich will dich nicht überfordern. Deshalb war's das für heute. Viel Glück, Kleiner. Bis bald mal wieder. Ja, parieren, das ist sinnlos. Angriff ist die beste Verteidigung, also immer feste Truff. Durstgrenze erreicht, ja, wie scheiße ist das denn? Maximaler WP der aktuellen Waffe gestiegen, das heißt... Ach, ich hab mehr Waffe... Oh, cool. Ja. Was haben wir denn hier? Eine Karte gleich. Ja, fein. Ist denn hier... Natürlich nicht. Gegenstand müssen wir das Wasser verschwenden. Aber ein Glück haben wir genügend Brot. Ja, da gehen wir auch erstmal hier oben hin. Denn da unten ist ja schon der Ausgang. Oh, vergiss es. Vergiss es. Nee, nee. Eine Straße, ja, fein. Und was ist hier drin noch? Ein Zauberkristall, ja, noch feiner. Was läuft da hinten rum? Eine Fledermaus. Tschüss. Oh, gegen die Statue will ich mal so überhaupt nicht kämpfen. Denn die Statuen sind echt verdammt böse. Das sind keine feinen Gegner. Das sind die Janmische und Scherz dagegen. Ich hoffe, das hat jetzt nicht so geschaltet. Da unten ist noch so ein Energiefeld, so wie es aussieht. Ich denke mal, das blaue da soll Energiefeld sein. Wasser ist das... Alter, hier ist alles voll. Kämpfen wir erstmal. Ne, wir gucken erstmal, was da drin ist. Etwas Geld gewonnen, ja cool. Statuerhund. Mit Einschlag tot. Respektabel. Und der hat auch Transwappen. Ja, geil. Da müssen wir die ganzen Statuen nicht mehr angreifen. Und haben hier einen Knochenschlüssel. Was ist hier? Was ist denn das? Ein Windstein. Okay.
Hier haben wir noch einen Adler. Das ist eine richtige Schatzkammer hier, Alter. Noch eine Straße. Okay. Gegengift. Oh, wie cool ist das denn? Oh, Wasser wäre mir auch lieb. Himmelsstürmer. Okay. Ja, da würde ich sagen, gucken wir noch da oben, was da ist. Das sind zwei Kisten und zwei Atlas. Ja, WP haben wir auch noch genügend. Du gehst bloß weg, du Scheißstatue. Dich will ich nicht. Nee. So, hier ist das Tor. Da benutzen wir mal den Schlüssel, der hier ist. Ja, hier ist schon mal eine Kiste. Angriff plus 2, okay. Lampe. Ich müsste mir auch mal ein paar Momente raussuchen, wo ich mir die ganzen Items... Noch ein Gegengift. Ja, wie cool ist das denn? Wo ich mir die ganzen Items durchlese. Denn bei den meisten habe ich echt keinen Plan, was die für Funktionen haben. Ein Schornstein. Mein Name ist Steinfeger. Schorn. Steinfeger. Jo, da holen wir uns noch schnell das Adler, was da unten auf dem Weg liegt. Und dann hauen wir auch hier ab und gehen gleich in die vierte Ebene. So kann es immer sein. Ganz schnell, ohne Probleme, so eine Ebene bestanden. Auch wenn ich gleich schon wieder fucking viel Durst habe. Oh, ich hoffe, in der nächsten Ebene gibt es so eine Quelle. Pass. Los, Bodo, pass. So, da gehen wir gleich mal hier rein. Da hinten brauchen wir nicht mehr zu gucken. Da waren eh nur noch zwei Monster und ab in die nächste Ebene. Ja! Nächste Ebene. Passt. Höhle 4. Ah! Okay. Was passiert jetzt? Ausrufezeichen. Hehehe, und jetzt stirbst du. Oh Gott, was passiert denn jetzt? Ist das ein Bosskampf oder wie? Oder was? War ein recht leichter Bosskampf. Und wer bist du? Maxikit, der ist nicht ohne. Du musst dich mit ihm duellieren. Das Duell ist eine besondere Kampfform. Die Controller-Tastensymbole bewegen sich von rechts nach links. Drücke die richtigen Tasten, wenn die Symbole sich auf den hellblauen Balken ausrichten. Pfeile wie... Rechts bedeuten, dass du mit dem Richtungstasten oder den linken Analogstick in diese Richtung drücken sollst. Je näher das Tastensymbol an der Mitte des blauen Balkens ist, umso besser wird dein Ergebnis sein. Wenn du bei allen Symbolen das richtige Timing hast, wirst du gewinnen. So, jetzt muss ich mich ganz kurz mal richtig hinsetzen, denn das ist jetzt schwierig. Ich werde die 100% schaffen. Und wenn es mich... Nee, das mache ich. Was anderes geht nicht. 100%. Wenn das Duell beginnt, wird dir das mit diesem Symbol angezeigt. Merke es dir gut. Jetzt geht's los. Konzentrier dich. Zeit für ein Duell. 100%. Weniger bin ich nicht mit zufrieden. Es müssen 100% sein. Nein! Oh, sei doch nicht so brutal! Das Miese ist beim letzten, wenn da keine 100% kommen. Ja! Knie nieder, du Knecht! Knie nieder! Klasse! Ein Geschenk von den Feen von Terra! Opal erhalten! Und zwei Schatzkisten. Ja, cool.
Boah. Hier liegt noch was. Acht, waren es 8? Oh, egal, Goldmünzen. So, was gibt's denn hier drinnen? Ein Leistungspulver, Hobby Epic. Und was ist hier? Kranzwappen und das in der Kiste, oh, cool. Ja, da würde ich sagen, war das auch wieder eine schnelle Ebene. Dann machen wir jetzt nochmal die... Ah, Kranzwappen brauche ich. Auf in die fünfte Ebene, würde ich sagen, dann. In der letzten Folge haben wir nur eine Ebene, ne, zwei Ebenen geschafft und jetzt schaffen wir gleich drei. Dann müssten wir in der nächsten Folge vier schaffen. Wobei, wer weiß, wie lange wir hier für die fünfte Ebene benötigen. Vielleicht schaffen wir sogar noch mehr. Schon wird er der alte Feenkönig. Was hast du denn zu sagen? Wie läuft's denn? Hast du schon den Schwung raus? Die tieferen Ebenen sind sogar noch schwerer. Jetzt kommt der fortgeschrittenen Kurs, damit du gegen die fieseren Gegner unten eine Chance hast. Benutzt du im Kampf auch den Sturmangriff? Nee, brauche ich nicht. Halte die X-Taste gedrückt, bis dein Körper flackert und lass sie dann los. Dadurch führst du einen Sprungschlag aus, das ist nützlich gegen Gegner in der Luft und am Boden. Sprechen wir noch etwas über Waffen. Wie wachsen also deine Waffen? Wenn du nicht bald anfängst, sie hochzustufen, gibt es später Probleme. Es ist nützlich, die Erweiterungen beim Hochstufen eingesetzt zu lassen. Wenn du eine Waffe mit Erweiterungen hochstufst, übernimmt sie ihre Kraft und fügt sie ihren eigenen hinzu. Aber es gibt ein Kraftlimit für jede Waffe. Darüber hinaus kann sie nicht hochstufen. Wenn Waffen die Stufe 5, 5 plus oder höher erreichen, kannst du ihren Status ändern. Beim Status ändern wird die Waffe in eine Sündkugel verwandelt, die die Kraft der Waffe enthält. Wenn du diese Kugel als Erweiterung in eine andere Waffe einsetzt, kannst du der neuen Waffe diese Kraft verleihen. Die Eigenschaften in der Sündkugel werden der neuen Waffe permanent verliehen und wenn sie die Kugel aufnimmt. Diese Eigenschaften können aber weniger stark sein als die der alten Waffe vor der Statusveränderung. Wenn das Limit der neuen Waffe höher ist, kannst du so eine mächtigere Waffe erschaffen. Cool, was? Das war's für heute. Pass auf dich auf. Ich werde dich immer beobachten. So ein Stalker, Peto. So, Höhle 5. Mal gucken, was hier so gibt. Ein Scheiß Jan mich. Ich muss aufpassen, dass meine Waffe nicht kaputt geht. Das geht noch. Gegen die Statuen kämpfen wir nicht. Die sind böse. Steinbrecher, okay. Ich muss mir dann echt mal irgendwie alles angucken, was ich hier bekomme. Noch eine Kiste. Eine Karte. Wo ist der Ausgang? Natürlich in der Richtung, wo ich hinlaufe. Aber das Geile ist, da unten ist eine Quelle. Da ist mir jetzt auch egal, dass ich durstig werde. Da oben ist auch noch eine Quelle. Ja, die Ebene, die ist cool. Und hier ist noch eine Kiste. Und ein Zauberkristall. Ja, geil. Hier ist ein Gegner. Was ist das für einer? Ein Sprinter. Das geht. So, jetzt reparieren wir den Knochenrapier. Reparieren. Ja. Und greifen damit nochmal an. Passt. Stachelig erhalten, okay. Und eine große Kiste. Oh, wie cool ist das denn? So, was bekommt? Christmesser. Okay, was ist das? Waffe. Die ist schwächer als das Knochenrapier. Ja, wollen wir nicht. Hier können wir uns erstmal heilen. Perfekt. Kein Transwappen. Eine Karotte. Okay. So, hier war noch ein Gegner, eine Statue, gegen die kämpfen wir nicht. Die nehmen wir ganz zum Schluss, wenn es wirklich nicht mehr anders geht. Geschwindigkeit plus 1. Okay. Zimmer. Boah. Zimmer halt. Und hier drinnen.
Windmühlenflügel. Der Sprinter überlebt auch nicht lange. Hat aber leider auch kein Transwappen. Es ging in der Ebene 4 und in der Ebene 3 schon wesentlich schneller. Hier nehmen wir zuerst die Fledermaus. Denn die kann uns vergiften. Und der Hund, der ist auch noch einen Schlag tot. Und wieso droppt denn hier niemand Transwappen, Mano? Waren. Es sind schon ziemlich geile Namen, die hier sagen und so. Tschüss. Mein Aufenthalt ist voll cool. Ich kann meinen Knochenrapier ausrüsten. Aufrüsten. Aufrüsten. Ja. Knochenrapier plus 1. Ist dadurch sogar stärker geworden. Ja, okay. Passt. Das Negative am Knochenrapier ist, das hat relativ wenig Waffenpunkte. Also das hält nicht lange. Wenn man sich im Vergleich das Christmesser mal angesehen hat, was 55 hatte, das Knochenrapier hat nur 38. Scheint dafür aber sehr, sehr gut im Angriff zu sein. Ich hoffe erstmal, egal, ich hoffe sowas von, dass wir Transwappen bekommen, bevor wir gegen solche Statuen kämpfen müssen, denn die Statuen sind echt mies. Die sind echt mies. So, hier sind drei Gegner. Was ist denn das? Ein Statuerhund, der geht. Hat aber nichts. Waren hier nicht drei Gegner? Ja, da hinten ist einer. Noch ein Janmich. Der hat sich gerade gut versteckt. Hm. Und niemand hat Transwappen, Alter. Das ist doch so mies. Ich habe auch kein Reparaturpulver mehr. Ich hoffe, in der Kiste, die da vorne ist, bekomme ich noch irgendwas. Das Positive ist, bei den meisten Gegnern brauche ich nur einen Schlag. Also, Haltbarkeit. Oh, das könnte noch schlimm werden hier. Das könnte noch sehr schlimm werden hier. Schild. Na, sowas könnte ich gebrauchen. Da könnte ich mich wenigstens verteidigen. Lagerraum. Okay. So, und hier ist... kein Reparaturpulver. Scheiße. Oh Gott. Bitte hast du Transwappen. Bitte hast du Transwappen. Nein. Oh, ist das mies. Oh, ist das mies. Rad, ja toll. So, jetzt gucke ich mal Gegenstände. Ach, ist das mies. Aha. Mach ich das einfach mal so. Ich hab noch ein Reparaturpulver. Wo hab ich denn das her? Hä, wo hab ich denn das her? Hab ich mein Knochenrapier nicht die Folge gerade erst repariert? Wo hab ich denn das zweite Reparaturpulver auf einmal her? Verrückt. So, da gucken wir mal, ob der Windstein was bringt. Oh ja, das ist schon... ja, toll. Der letzte hat's natürlich. Wie soll's auch anders sein? Aber gegen den verschwenden wir dann nicht die pochende Kirsche, denn der letzte ist da unten bei so einer Quelle. Den können wir angreifen und falls es zu eng wird, springen wir dann einfach in die Quelle rein. Meine Waffe muss ich reparieren. Das mache ich jetzt auch. Reparieren. So, und jetzt greifen wir weiter an.
Und die scheinen doch nicht so stark zu sein, also die halten auch nur 3 Schläge aus. Ich hab die irgendwie viel, viel, viel gefährlicher in Erinnerung. Aber bei weitem. Also als ich früher Dark Cloud immer gezockt habe, habe ich es immer so gemacht, dass ich kaum gegen solche Statuen gekämpft habe. Weil die mich andauernd immer nur gekillt haben, aber die scheinen jetzt eigentlich recht leicht besiegt worden zu sein. Verrückt. Das ist schon verrückt. Jo, da würde ich sagen, gehen wir jetzt auf in die nächste Ebene. Ja, Transwappen. Auf in die nächste Ebene. Zur nächsten Ebene gleich. Aber... Ausrufezeichen. Da ist schon wieder die Muschi. Ausrufezeichen. Oh, die dreht sich wieder. Jetzt rennt sie weg. Was ist das für eine Katze? Wieso rennt die immer weg? Das geht doch nicht. Ja, eine Statue, toll. Yo, ich würde sagen, ich beende den Part jetzt hier. Und dann machen wir mit der Ebene 6 im nächsten Part weiter. Und obwohl ich die ganze Zeit gesagt habe, ich hoffe ja, dass ich bis zur Ebene 6 komme, meinte ich dann doch eher Ebene 8, schätze ich dann mal. Vielleicht war es auch 7. Keine Ahnung, hab die Zahl dann vergessen. Ich hab gedacht, es sei Ebene 6 gewesen, aber anscheinend doch nicht. Ja, da würde ich sagen, beende ich den Part und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, ich freue mich über Kommis, Abos und Likes und kommentieren, abonnieren. Wer es nicht macht, der soll krepieren und tüdelü.